So, hallo und willkommen zu einer neuen Serie auf meinem Kanal. Und zwar spielen wir das Minecraft Evolving Technologies Modpack. Kurz zu dem Modpack. Wir haben hier ein Progression Book. So, das können wir uns mal anschauen. Und wir sehen, es sind sehr viele Mods. Und wir können die Mods erst verwenden, wenn wir sie freigeschalten haben. Das heißt, hier für diese Basic Boilers muss ich erst das Smeltery fertig machen. So viel dazu. Das ist so im Grunde die Zusammenfassung. Und wir sehen schon, es gibt wirklich verdammt viel, was es hier zu entdecken gibt. Und das Gute daran ist, dass man nicht so überrannt wird, sondern dass man sich langsam rantasten muss, indem man eben Stück für Stück freischaltet. Deswegen möchte ich diesen Modpack mal spielen. Ich habe kein einziges deutsches Let's Play gefunden, sonst hätte ich mir eins angeschaut davon. Aber so mache ich einfach mal selber eins, weil ich wirklich Bock habe, das zu zocken. Und weil Zocken alleine immer so langweilig ist, nehme ich das Ganze mal auf. So, jetzt muss ich allerdings erst einmal Holz suchen, beziehungsweise Schweine könnte ich natürlich mitnehmen. Da ist ein Dorf, geil. Nice. Und sehe ich da Schafe? Geil. Okay, das ist natürlich sehr nice. Ich habe eben schon mal eine Aufnahme gestartet, habe bestimmt 20 Minuten gespielt und wollte dann die erste Folge fertig machen. Da ist mir aufgefallen, dass irgendein Scheißprogramm mein Mikrofon so hoch gepegelt hat, dass die Aufnahme voll für den Arsch war, weil man halt... Also ich habe einfach die ganze Zeit ins Mikro gebrüllt, weil ich es zu nah am Mund hatte, dadurch, dass es eben so hoch gepegelt wurde. Aber naja, das lässt sich ja alles wiederholen. So. Und dass da ein Dorf ist, gefällt mir. Da werde ich mir ein Haus schnappen, weil ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, jetzt ein Haus zu bauen. Das mache ich dann, wenn ich mehr Ressourcen habe. Ich will mich jetzt erstmal aufs Spiel konzentrieren. Weil so ganz der Überprofi bin ich auch nicht. Ich weiß, dass ich die normalen Minecraft-Vanilla-Werkzeuge nicht craften kann. Das muss ich alles über Tinker's Construct machen. Habe ich hier übrigens Materials and You, Volume 1, das Buch. Da ist die Anleitung drin für Tinker's... Oh, geil, dankeschön. Feuerwerk für mich. Da haben wir hier die Anleitung und so weiter. So grob kenne ich mich da ein bisschen aus, habe ich mich schon ein bisschen schlau gemacht, damit das jetzt nicht zu lange dauert. Ich werde das Let's Play natürlich auch schneiden, weil zwischendurch viel Farmen sein wird und so weiter. Und hier haben wir Villager, was handeln die denn? Elektrum-Ingot, oh Gott, das ist mir jetzt schon zu kompliziert. Kümmere ich mich mal später drum. Ach du Scheiße, ich glaube, das Zeug kann ich noch nicht mal benutzen. Ja, currently locked. Ich werde das Zeug mal drin lassen und werde es später irgendwann ausgraben. Und ich würde sagen, das hier sieht doch ganz nett aus. Hier gehen wir mal... Was ist das denn? Seared Bricks. Geil. Das brauche ich nachher. Ist ja mega praktisch. So. Ja, das hier ist mein Haus, ne? Habe ich mal eben gebaut, ne? War geil, sogar mit Balkon. Und heftiger Aussicht. Gut, was benötige ich als erstes? Ich sollte als erstes mal Werkzeuge machen. Oh, noch ein Achievement. Geil, noch ein Feuerwerk für mich. Ich würde es mir angucken. Ich sehe es nicht, scheiße. Doch ein bisschen. Gut. Als erstes will ich Werkzeuge machen, dafür brauche ich Holz. Viel Holz. Soll ich das einfach abreißen? Nö, ist zu schön. Hier haben wir Wald. Perfekt. Ja, ich brauche erstmal Holz und Flint brauche ich, aber Gravel haben wir zum Glück in einem Dorf. Da kann ich einfach die Wege abreißen. Ist mir doch scheißegal, wie die ihren Weg nach Hause finden. Sollten die auch hinbekommen eigentlich. Ja, was ist denn jetzt los? Ich habe vergessen, wie viele Achievements es in Minecraft gibt. Ist ja heftig. Ja gut, auf jeden Fall werde ich jetzt ein bisschen Holz farmen und dann sehen wir uns später. So, ich habe jetzt ein bisschen Holz gefarmt. Einen Holzblock werde ich mir jetzt mal auf die Seite legen, den Rest verarbeite ich mal. Den Holzblock brauchen wir nämlich noch. Erstmal brauche ich noch ein paar Sticks. Die brauche ich für Patterns. Die macht man so. Oh, das war jetzt ein bisschen viel. So viel wollte ich jetzt eigentlich gar nicht machen. Egal. Jetzt können wir nämlich die ersten Sachen machen. Erstmal brauche ich zwei Crafting Tables. So. Ja, ist ja gut. Den einen stelle ich jetzt einfach mal hier in die Ecke. Den anderen brauche ich zum Craften. Und zwar für die Toolstation. Oh, da habe ich jetzt gleich nochmal zwei Bücher bekommen. Dann brauche ich das hier.
den Stencil Table und den Oakwood brauche ich hierfür, für den Part Builder. So, jetzt fehlt noch eine Sache, da brauche ich kurz die Werkbank für. Also brauche ich eigentlich nicht, aber ich mache es mir einfach, weil warum nicht? Eine Pattern Chest. In diese Chest kann man nur Patterns reinlegen, also diese Dinger. Aber nicht die Blank Patterns, sondern die bearbeiten. Ich zeige euch gleich, falls ihr die Mod nicht kennt, was ich damit meine. So, jetzt haben wir hier die, wie heißt die Mod nochmal? Tinker's Construct, genau, steht der da oben. Hier haben wir jetzt die einfachsten Teile von Tinker's Construct und Storage Crate. Ah, perfekt, ich habe hier schon direkt eine Truhe. Das ist sehr nice. So, für die Mod benötigen wir jetzt diese Blank Patterns. Ich weiß jetzt gar nicht. Hier genau, im Stencil Table können wir diese Patterns bearbeiten. Und zwar benötige ich jetzt, um eine Spitzhacke herzustellen, hier einmal diesen Pickaxe Head Pattern. Dann benötige ich noch ein Tool Binding Pattern. Für eine Schaufel natürlich noch den Shovel Head Pattern. Und für eine Axt den Axe Head Pattern. So. Das war es, glaube ich, was ich im Moment brauche. Jetzt muss ich hier. Ah, jetzt brauche ich erstmal Flint, damit ich auch Werkzeuge herstellen kann. Flint ist nämlich das billigste Werkzeug, was man haben kann. Damit kann man dann zwar gerade mal Stein abbauen, noch nicht einmal Kohle, aber mehr kann ich im Moment leider nicht machen. Gut, dann gehe ich jetzt mal ein bisschen Flint farmen. Wir sehen uns gleich. So, hallo Mad Scientist. Was ist denn mit dem los? Ich dachte, das wäre ein normaler Villager. I don't deal with humans. I want to become an Android. Android? Android? Hä? Was? Okay, dann werden wir mal einer. Endlich. Getting rid of that fragile body is the best choice. The only problem is that I need you to bring me a set of Android parts before we begin. I have all parts. Ich weiß nicht mal, was das ist. Lass uns mal wann anders reden. I don't deal with humans. Schön für dich. Bis dann. Der ist sehr komisch. Ich denke mal, den werden wir später noch brauchen, den Mad Scientist. Der sieht wirklich interessant aus. Okay. Jedenfalls habe ich jetzt hier 26 Gravel gefarmt und so kann ich mir Flint einfach ercraften. Und kann mir jetzt die ersten Werkzeuge erstellen. Wo mache ich das? Hier im Part Builder. Genau, hier kommt jetzt das Pattern rein und ein Flint. Und jetzt habe ich den Flint Pickaxe Head. Das mache ich jetzt mit allen. Mit allen Teilen. So. So. Und soweit ich weiß, brauche ich noch das Tool Binding Pattern einmal. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Jetzt kann ich diese Tools in der Toolstation zusammenbauen. Aber ich brauche noch erst ein paar Sticks. So, das reicht. Muss ich mal eben was ausprobieren. Und zwar reicht das schon so. Nein, genau für die... So war das. Für die Spitzhacke brauche ich dieses Wooden Binding. Wow, okay. Tinkerer. Ja, ich sehe schon, das wird ein sehr feuerwerklastiges Let's Play, wenn man so viele Erfolge hier bekommt. So, also die erste Spitzhacke ist schon mal fertig. Dann brauche ich jetzt noch eine Schaufel. Aber, ja genau, hier reicht der Stick. Und eine Axt hier, ich glaube auch der Stick, ja genau. So, die erste Grundausrüstung ist da, mit der kann ich noch nicht wirklich viel machen. Man sieht hier Mining Level Stone, damit kann ich wirklich nur Stein abbauen. Also Kohle geht noch gar nicht, Kohle muss ich mir dann durch Holzkohle machen. So, da es jetzt allerdings Nacht wird, denke ich mal, kann ich das für den ersten Part lassen. Das ist ja eher so eine kleine Einführung und im nächsten Part werden wir uns dann um die erste Mod kümmern. Und zwar, beziehungsweise, nee, ich habe jetzt schon hier Tinker's Construct benutzt, aber ich meine hier in dem Baum und zwar The Smeltery. Jo. Das war's für die Folge, ne? Wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, was weiß ich, wegen Sound, wegen irgendwelchen Einstellungen oder sowas, dann könnt ihr mir das schreiben. Falls es irgendein Texture Pack für das Mod Pack gibt, dann könnt ihr mir das auch mal schreiben. Ich habe mich da nicht wirklich informiert. Ich werde nämlich wahrscheinlich schon eins reinmachen irgendwann. Eventuell werde ich auch einen Shader reinmachen, da muss ich mal schauen, wie es denn von der Performance bleibt. Aber ja, ich baue mir jetzt hier ein Bett und dafür habe ich am Anfang die drei Schafe gekillt. Und ja, das war's für die Folge. Bis zur nächsten Folge, ne?